sembra avessero paura della velocità. Si vede che la paura. Es gab eine Situation, da sieht man die Disziplin, die der Sebastian für mich immer wieder zeigt. Er hört ganz klar auf den Trainer, die Vorbereitungen stimmen und er setzt es auch um. Wie er teilweise diese Schlaghand des Castilleros immer wieder einfach vorbeigleiten muss. Ganz klare Situation, die er wirklich diszipliniert daran arbeitet, hier schön sauber und selber dabei trifft. Ja, also so zieht er sich dann auch wie ein roter Faden durch diese ganzen 12 Runden. Castillero kommt immer wieder mal zum Ziel, bei Weitem nicht so oft und so wie in anderen Kämpfen. Und da müssen wir ja drüber reden. Natürlich ist das klarste Ergebnis bei einem Boxkampf ein K.O. Aber wenn wir jetzt mal Punktrichter spielen, ich denke, es gab keine Runde, die Castillejo gewonnen hat, oder? Nein, am Anfang vielleicht eine Runde oder zwei, da wäre es sicherlich möglich gewesen. Sebastian schien mir auch am Anfang so ein bisschen noch unsicher, wie ich es auch sagte. Die Nerven spielen vielleicht hier noch eine entscheidende Rolle, aber er spürt immer mehr Zuvertrauen. Selber, er wurde immer doch gewachsener in dieser Situation und in der sechsten Runde haben wir es ja dann gesehen. Da ist er ja förmlich explodiert. Ich glaube, wir haben auch eine Aufnahme, das ging über 36 Sekunden, das war ja unglaublich. Ja, wir haben sie momentan gerade nicht da, aber da können sich, ja, jetzt kommt sie. Nein, das ist schon das Ende, das ist natürlich schon das Ende, aber in der sechsten Runde, es wurde eben auch gerade angesprochen, da explodiert er förmlich, eigentlich noch sechs Runden vor sich und trotzdem schien es, als wenn er hier irgendwas beenden will oder überzeugen, jetzt haben wir sie vorliegen, die sechste Runde, jetzt werden wir es auch sehen. Also das war ja unglaublich. Da hat er ganz klargestellt, hör mal auf, mein Freund, du hast mich vorhin als doch eher durchschnittlichen europäischen Boxer betitelt. Das bin ich nicht. Ich bin ganz klar der Mann, der dich hier heute definitiv schlagen wird. Und das zeigt an diesen Situationen ganz eindeutig. Natürlich kommt auch was zurück. Castillero hat in jeder Situation immer noch eine Waffe in der Hand. Hat er nicht nur viele Zuschauer überrascht, hat er dich auch als Experte überrascht? Nein, also mich hat er wirklich nicht überrascht. Mir hat er von Anfang an gefallen, wie Silvester sich immer wieder vorbereitet hat, diszipliniert auch in den Kämpfen immer wieder präsentiert hat, konditionell sehr stark. Und ich habe, sag mal, diese doch sehr einfachen, aber klaren, geradlinigen Hände, diese Führung immer wieder als Gefahr für viele Gegner gesehen. Die kommen wahrscheinlich so ein Stück, und das ist manchmal ganz wichtig, so ein Stück länger als erwartet. Und damit treffen sie auch ganz eindeutig. Es war in der 12. Runde, war es soweit. Schauen wir uns die Entscheidung an. Da gibt es nicht viel zu kommentieren. Nein. Da hat er mit einer Kombination mit links-rechts einfach Erfolg gehabt. Ja, was den Guten vom sehr Guten unterscheidet, wir sehen es wahrscheinlich hier in der Zeitlupe. Wenn man sieht, wie der Körper dahinter steht, solche Schläge führen dann auch natürlich auch zu Situationen, die dann einfach kein anderes Ergebnis mehr zulassen. Wir wollen natürlich auch dazu sagen, wir hätten ganz gerne von Javier Castillejo oder seinem Trainer auch noch ein Interview gehabt. Einfach auch deswegen, weil wir wissen wollten und eine gewisse Sorge war dabei, wie es ihm denn geht. Aber wir haben das dann ja sehen können. Er ist ja aufrecht aus dem Ring gegangen, war wieder voll da. Und man muss das dann auch nochmal sagen, die beiden haben Interviews abgelehnt. Dafür muss man auch Verständnis haben. Und weil wir schon bei dem medizinischen Befund sind, Professor Dr. Walter Wagner, der Ringarzt, ist jetzt bei Guido De Santis. Genau so ist es. Professor Dr. Walter Wagner sah ja ganz dramatisch aus während und gegen Ende des Kampfes mit dem Blut und dem Cut. War das richtig, alles so weiterlaufen zu lassen? Mit Sicherheit. Ich kann ja nicht bei einer Ina Mensa weiterboxen lassen und beim ähnlichen Cut hier Schluss machen. Bloß weil Castillejo bekannt ist, dass er bis zum Schluss eigentlich immer noch ausnocken kann. Ich glaube, das wäre unfair. Und es geht hier um eine Europameisterschaft. Wenn ich den Eindruck gehabt hätte, dass Sebastian die Schläge nicht mehr sieht, weil zu viel Blut ins Auge läuft, wäre es was anderes gewesen. Aber er ist ja mit zunehmendem Kampf immer stärker geworden und ich glaube, das Ende ist so sicher auch für ihn wesentlich angenehmer, als wenn man abgebrochen hätte. Wir haben es ja eben in den Bildern schon gesehen, Hartmut Schröder hat versucht noch mit ihm, wie soll man sagen, ja ein bisschen zu kommunizieren. Ja klar, aber ich meine, da muss ich einfach neutral sein. Ich gehöre eigentlich zum Kampfgericht und da ist Neutralität geboten und ich glaube, wir können uns nicht beklagen, dass wir anderswo verschaukelt werden, wenn wir dann diese Spiele auch mitmachen. Vielen Dank. Und jetzt müssen wir natürlich Henry noch einmal ansprechen, was jetzt alle erwarten, was alle wollen, worauf alle hinfiebern. Der Kampf gegen Felix Sturm, welche Chancen kann man da Sebastian geben? Auch hier
Felix sieht ja Sebastian überhaupt nicht als gefährdeten Mann an. Er wird ihn nicht gefährden, meint er. Ich glaube, das wird ganz anders aussehen als erwartet. Diese Gradlinigkeit, wie mehrfach eben angesprochen, ist für viele und auch für Felix höchst gefährlich. Felix ist definitiv der bessere Boxer, er ist sehr viel beweglicher, er hat ein weitaus größeres Repertoire, ist auch wahnsinnig schnell und flexibel, aber er setzt immer wieder Situationen, wo ich glaube, da ist er gefährdet. Und mit dieser Klarheit, mit dieser Gradlinigkeit, mit der Durchgängigkeit, mit dieser Disziplin ist er wirklich auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner. Wir hoffen alle, dass dieser Kampf zustande kommt. So, liebe Zuschauer, wir sind live hier im Jahn-Sportforum in Neubrandenburg und es steht an, live in der ARD bei Boxen im Ersten eine weitere Europameisterschaft. Christian Sanavia aus Italien ist der Titelverteidiger im Supermittelgewicht. Er war auch schon mal WBC-Weltmeister. Den Gürtel hat er damals Markus Bayer abgenommen, aber ein paar Monate später wieder zurückgegeben. Herausgefordert wird er von Karo Murat, einem jungen Kämpfer aus dem Sauerlandstall, der 16 Kämpfe erst bestritten hat, aber alle gewonnen. Mehr zu den beiden jetzt von Eik Galay. Der Mecklenburger Uli Wegener führt seinen Boxer Karo Murat nicht nur ins Gym, sondern auch ins Museum. Werner, von wem ist das in Grabstück? 11. Jahrhundert. Mecklenburger Vergangenheit, aber auch die Karo Murats verdient Aufmerksamkeit. Das war eine Flucht. Also wir sind geflüchtet. Die armenische Familie Murat lebte in einem irakischen Dorf. Das war Mitte der Nacht. Also mein Vater hat alles organisiert. Ich habe das Ganze nicht mitgekriegt. Und dann sind wir geflüchtet. Die Einzelheiten im Irak verdrängt Karo Murat ganz bewusst. Ich habe das schon vergessen und ich will das auch so lassen. Profiboxen in seiner neuen Heimat Deutschland, das ist Karo Murats Chance. Eine Chance, die er bisher genutzt hat. 16 Kämpfe, 16 Siege, 11 durch K.O. Wie er sich im Trainingsprozess einordnet, wie er Hinweise aufnimmt, ist das in meiner Trainingsgruppe im Moment vorbildlich. Und deshalb bekommt er die Chance gegen Christian Sanavia, der seinen Titel im Dezember gegen Danilo Häusler verteidigte. Sanavia, 9 Jahre älter als Murat. Die Erfahrung ist in diesem Fall ausschlaggebend. Ich weiß doch im Ring viel besser mit Schwierigkeiten umzugehen als er. Karo Murat ist dagegen überzeugt, dass seine Motivation, gezogen aus der Vergangenheit, entscheidet. Ich werde auch mein Bestes geben, das ist meine große Chance. Also, wenn ich in Vergangenheit denke, dann das motiviert mich richtig und ich will den Gürtel haben. Der Gürtel des Europameisters. Es kann ein langer, schwieriger Weg werden. Uli Wegener fordert von Karo Murat die entsprechende Geduld. Es heißt wieder Jung gegen Alt, der 24-Jährige gegen den 33-Jährigen. Junger Elan gegen die Erfahrung des Europameisters. Kann es auch zu früh schon sein für Karo Murat, gegen einen solchen Mann wie Sanavia zu boxen? Die Frage gilt es zu beantworten. Die habe ich mir selbst auch gestellt. Murat ist, wie wir es eben gerade auch gehört haben, überzeugt von sich. Trotzdem die Erfahrung, wir können uns erinnern, vor kurzem Hernandez hat sie leider bezahlt. Und deswegen bin ich hier auch ganz neugierig. Ich weiß, dass er sehr viel drauf hat, aber sein Gegner eben auch. Es geht um die Europameisterschaft im Mittelgewicht, im Ring. Begrüßt sie wieder Roman Röll, den Kampf für die ARD kommentiert Wolf-Dieter Jacobi. Karo Murat will den Europameistergürtel, doch der gehört dem Ex-Weltmeister Christian Sanavia. Murat gegen Sanavia. Jetzt live im Ersten. Meine Damen und Herren, willkommen zurück im Ring zum nächsten Highlight des heutigen Abends. Es geht um die Europameisterschaft im Supermittelgewicht. Und der Herausforderer macht sich jetzt auf den Weg in die blaue Ecke. Er kommt aus Deutschland. Willkommen, Karo Murat. Hey,
weißt du noch, wie es war? In der Zeit wunderbar. Die Welt ist bunt und schön. Bis du irgendwann begreifst, dass nicht jeder Abschied heißt. Es gibt auch ein Wiedersehen. Immer vorwärts, Schritt um Schritt. Es geht keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon. Was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Der Champion aus Italien nimmt nun Kurs auf die rote Ecke. Begrüßen Sie Cristian Olimpo Sanavia. Präsentiert Ihnen den zweiten Hauptkampf des heutigen Abends. 12 Runden Profiboxen um die Europameisterschaft im Supermittelgewicht. Supervisorin vom Europäischen Boxverband Mariana Borisova aus Bulgarien. Und das sind die drei Punktrichter des Kampfes. Philipp Verbeke aus Denze in Belgien. Jean-Louis Le Gland aus Paris, Frankreich. Und Erki Meronen aus Helsinki, Finnland. Und wenn die Glocke ertönt, dann hat nur noch dieser Mann das Sagen im Ring. Ringrichter Dave Parris aus Leeds, England. Und das sind die Details zu den beiden Boxern. Der Herausforderer aus dem Sauerland-Team kämpft aus der blauen Ecke in weißen Hosen. Offizielles Kampfgewicht 75,5 Kilogramm. Seine Bilanz 16 Kämpfe. 16 Siege, 11 davon durch Knockout aus Kitzingen, Deutschland, Karo Murat. Ihm gegenüber in der roten Ecke lauert in schwarzen Hosen der Champion aus Italien. Offizielles Kampfgewicht 75,9 Kilogramm. Es ist sein elftes Jahr als Profi. Seine Statistik, 44 Fights.
40 Siege, davon 12 durch Knockout, ein Unentschieden. Der Champion aus Ponte Longo Venezia, der Europameister Cristian Olimpo Sanavia. Wer holt sich den EM-Gürtel? Sanavia oder Murat? Die Antwort jetzt live aus Neubrandenburg. Der Junge ist stark und hat viel Talent, aber es fehlt ihm die Erfahrung für so einen Titelkampf. Das sagt Cristian Sanavia über den Herausforderer Karo Murat. I spoke to you both in the dressing rooms, okay? You understand? Shake hands. Okay. Good luck to you both. Den letzten Kampf von Karo Murat hat sich der Italiener live in Bielefeld angeschaut und als Murat den Ring verließ, da schauten sich die beiden kurz in die Augen. Jetzt also das Wiedersehen im Ring. Und da werden beide über 12 Runden ganz sicher engen Blickkontakt haben. Clear the ring. Come on, seconds. Clear the ring. Der Jungprofi von Uli Wegner. Seine erste große Herausforderung und viele fragen sich, ist das zu früh? Ist er schon in der Lage, einen solch routinierten Mann zu boxen wie den Ex-Weltmeister, den amtierenden Europa-Champion Cristian Sanavia? Der Kampf über 12 Runden im Supermittelgewicht. Sanavia, der etwas kleinere Mann, in den schwarzen Hosen, in der Rechtsauslage. Und wie von ihm gewohnt, zunächst im Vorwärtsgang mit den ersten Aktionen und Murat mit sicherer Doppeldeckung. Taktik von Murat sieht so aus, dass er versucht, in den ersten Runden erstmal die Treffer zu vermeiden. Sanavia soll sich leer schlagen und dann hofft er auf einen starken zweiten Teil. Auf Vorteile in der Kondition, in der Ausdauer. Klares Trennkommando vom dritten Mann im Ring von Dave Parris aus England. Ja, schon erster Versuch mit der rechten, den Uppercut hochzuziehen. Sanavia steht sehr kompakt, hat die Ellbogen am Körper, die Fäuste vor dem Kopf. Und es wird verdammt schwer für Murat, da eine Lücke zu finden. Sehr schön zu sehen, wie sich Murat leichtfüßig auf den Beinen bewegt. Einmal mit gutem Auge und guten Reflexen. Der gern aus dem Gegenangriff herausboxt, die Aktion des Gegners abwartet und dann gefährliche Konter schlägt, oft als Haken, so wie eben. Aufpassen, wenn er den Uppercut schlägt, ist er oben natürlich sehr offen und anfällig für den Seithaken, für den Kopfhaken von Sanavia. Der Mann aus Piova di Sacco, einem kleinen Ort in der Nähe von Padua, hat sich sehr gut auf diesen Kampf vorbereitet. 2 Monate lang, 1001 Nacht, wie er selbst sagte, er ist topfit. Noch keine spektakulären Aktionen in dieser ersten ausgeglichenen Runde. Das ist gut, nicht so viel machen. Gerade Hände. Von hier und hier wieder drin lassen, hast du verstanden? Guck mal, wie du hier auch lässt. Immer wieder drin lassen, das ist gut so. So viel? Na, dann ist gut. Wunderbar. Richtig, komm richtig, muss trinken. Oh. Hier, von hier weg.
immer wieder schön. Also gut gemacht und dann raus. Dann machst du die Mitte zu. Ja, auch, dann los. Und, ja, lass doch mal. Sie dreht doch rum, aber du bist doch sicher denn. Hast du verstanden? Und dann raus, wenn wir sie machen, leerlaufen lassen. Er will mit Kraft reingehen. Da musst du weggehen. Hast du verstanden? Die beiden sind ein perfektes Gespann, Uli Wegner und Caro Murat. Murat sagt selbst, ich kann in jedem Kampf noch lernen. Ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Aber das hier heute Abend ist schon mal ein mächtiger Prüfstein. Der Mann aus Italien, der 2004 Weltmeister wurde und Markus Beyer entthronte. Dann aber im Rückkampf K.O. ging und den Titel wieder verlor. Versucht den Kampf zu bestimmen, geht nach vorn. Immer in Bewegung der Oberkörper, der Kopf pendelt nach links und rechts. Steht nie auf dem Fleck, immer unterwegs. Und kann auch sehr schnell schlagen, wie eben zu sehen. 3-4 Hände zum Körper. Auch mal ein guter Haken zum Körper von Murat. Champion macht die Pace. Sehr schöner Uppercut in der Mitte hochgezogen von Murat. Der es noch nicht schafft, mit langen Händen zu operieren, wie es sein Trainer Uli Wegner gefordert hat in der Ringpause. Heutzutage. Kurzer Haken, als Konter geschlagen. Das ist ein typischer Sanavia-Kampf. Das ist ein Arbeiter, der hohes Tempo gehen kann. Und wir schauen in die Kabine und sehen, wie Sebastian Silvester seinen geschlagenen Kontrahenten Javier Castellejo besucht. Eine ganz tolle Geste. Der Spanier wieder wohlauf. So muss Boxen sein. Und der Champion kann jetzt diesen Abend noch genießen. Er hat das Schwerste noch vor sich. Gucken, wenn es sicher ist, weißt du? Auch mal schön so antäuschen. Er passt jetzt schon auf, dass du immer links rum gehst, weißt du? So. Um. Atmen. 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 Wir müssen das schaffen. Immer wieder. Ja, ja. Merk schon. Dritte Runde. Langsam anfangen. Gut, mein. Die dritte Runde für Caro Murat. Einmal musste er bis in die 10. Runde hineinboxen. Sein Kontrahent hat schon unzählige Male über 12 Runden geboxt, hat Erfahrung aus vielen Titelkämpfen, war schon 2001 Europameister. Damals noch im Mittelgewicht, verlor aber den Titel dann gleich wieder an den Franzosen Murat Hakar. Und 2007 Juni dann erneut der Titelgewinn für Sanavia.
jetzt im Supermittelgewicht boxend. Und gegen Danilo Häusler konnte er den Titel dann in Basel auch verteidigen. Schöne Aktion von Murat. Ja, beide sollen auf den Kopf aufpassen. Hinweis von Dave Paris. Wir haben es im Kampf zuvor gesehen, wie schnell das gehen kann mit diesen Cuts nach Kopfstößen. Ja, gute Aktion von Sanavi, aber die Deckung steht gut bei Murat. Sehr schön kompakt. Das war genau richtig. Die führen mal rein, stupen. Sehr schöne Kombination von Karo Murat. Aber Sanavia bislang überhaupt nicht beeindruckt. Schaut mal ganz kurz in die Ecke zu Uli Wegner, um noch ein, zwei Anweisungen aufzuschnappen, die er braucht. Hat natürlich nicht diese Erfahrung, diese Raffinesse. Knapp 2 Jahre Berufsboxer. 16 Kämpfe erst. Sanavia heute im 45. Kampf als Berufsboxer. Darf sich nicht immer wieder in den Nahkampf, in die Halbdistanz reinziehen lassen. Ja, und guter linker Haken von Sanavia. Da muss Murat jetzt gegenhalten. Ist natürlich ein Wahnsinnstempo, was die beiden hier gehen. Und mal schauen, wie lange sie das durchhalten. Guck mal, ob es dir gelingt, vielleicht eine stärkere Aktion zu bringen unten. Also unten Schläge, 2, 3 Schläge von unten. Der linke Haken, wenn du dich eben auf deine Seite rechts rüber biegst, aber auf den Leib eben. Und auch bei dem geraden Rechten hast du dann den geraden Körper, aber du musst versuchen, immer aufs richtige Maß zu kommen. Da haben wir in der Ecke den Trainer gehört, Gino Freo. Der hat Sanavia einst entdeckt, im Alter von 9 Jahren, hat ihn dann trainiert in den ersten Jahren. Und nach einiger Pause hat sich dann Sanavia wieder mit ihm zusammengerauft. Also die beiden kennen sich über viele Jahre und passen sehr gut zusammen. Aufgrund der größeren Aktivität bislang leichte Vorteile für Sanavia und er setzt entschlossen nach. Mit dieser schnellen, quirligen Art hatten Markus Beyer und auch Danilo Häusler ihre Probleme. Pausenlos im Vorwärtsgang. Guter Konter jetzt von Murat.
erste Unsicherheit bei Sanavia. Im Sparring, im Training hat er schon mit dem Weltmeister, mit Arthur Abraham im Ring gestanden. Dabei eine gute Figur gemacht, aber Wettkampf ist natürlich eine andere Baustelle. Da werden ganz andere Kräfte mobilisiert. Ganz schwer für Murat, sich diesen Mann vorm Leib zu halten. Natürlich gehen viele Schläge auf die Deckung. Da steht Murat kompakt. Aber er selbst kann bislang noch nicht genug Treffer selbst setzen. Fast ohne Pause die Attacken, die Aktionen von Sanavia. Und die Frage an Henry Maske. Wie kann sich Murat diesen Mann besser vom Leibe halten? Ja, hier haben wir doch schon ein anderes Bild als im vorgehenden Kampf. Ja, dieser kleine Sanavia macht einfach auch aufgrund der Größe. Er ist ja sehr viel kleiner. Druck geht geschlossen nach vorne. Und Caro ist ja nun doch der Mann, man kennt ihn auch aus vergangenen Kämpfen, der es mag, sich erstmal ans Seil zu stellen und sich Zeit zu nehmen. Die hat er aber keine. Permanent steht sein Gegner vor ihm. Selbst wenn er Aktionen bringt, dann ist es keine Befreiung, höchstens für einen Moment, dauerhaft aber nicht. Er sollte doch versuchen, über die langen Hände, so wie es auch sein Trainer fordert, immer wieder die Möglichkeit zu finden, den Raum für sich zu gewinnen, in der Mitte dem Ring zu stehen. Schneller aus der Linie gehen, da geht man einfach nach vorne. Schneller den Gegenangriff auch machen, ja? Come on, seconds, clear the ring. Auf den Zetteln der Punktrichtern dürfte der Titelverteidiger Sanavia die Nase bislang vorn haben. Und Caro Murat muss das umsetzen, was sein Trainer gerade gesagt hat. Schneller aus der Linie gehen und dann nicht zu lange zögern, die eigenen Hände zu bringen. Aber Sanavia ist natürlich ein Mann, der auch schnell schlagen kann, der explosiv ist. Diesen Kampf Auge um Auge, Zahn um Zahn, den kann Murat wahrscheinlich nicht gewinnen. Er muss sich was anderes einfallen lassen. Geht selbst zu schnell immer wieder in die Nahdistanz und versäumt es mal, die langen Hände zu bringen. Die Führhand kommt so ein bisschen wie Alibi. Gerade eben wieder zu sehen, ein bisschen leichtes Fintieren, nur ein Abtasten. Linke zum Körper und Murat hat sie gespürt. Hat man gesehen, dass die wehgetan hat, gerade diese Schläge zum Körper, ganz präzise, ganz gezielt. Man sieht es auch an der Körperspannung von Murat. Dieser Christian Sanavia ist in der Form seines Lebens.
Ermahnung von Dave Parris, nicht tief zu schlagen. Sanavia atmet schon schwer, man darf nicht glauben, dass der jetzt so schnell abbaut. Der hat die Kraft für 12 Runden. Murat geht mutig nach vorn. Ein Kampf jetzt auf Biegen und Brechen. Sanavia nimmt den Kopf weit runter. Kopf eindeutig zu tief. Nicht ermahnt vom Ringrichter. Aber das wird hier noch ein munteres Tänzchen. Ja, aber der Kopf zu tief, hat auch ein bisschen runtergedrückt. Immer wieder, linke Hand, immer wieder stören. Und dann richtig an den Kopf haben. Rausdrehen, schneller Mensch, da haben wir noch genug geübt. Komm, Karo. Du musst. Ja, Karo, da wird krank, das ist. Er nimmt so viel Treffer. Bis in die Hände. Ist doch, er macht doch immer Kopf tief. Hopp. Hopp. Ringfrei, Runde 6. Round 6. Komm, Karo, du musst kämpfen. Komm. Das wird in der Tat ein harter Kampf für Karo Murat. Für ihn ist Boxen die große Chance seines Lebens. Er hat Talent. Er hat sich enorm schnell entwickelt unter Uli Wegner. Einer von drei boxenden Brüdern. Coco, auch Berufsboxer im Halbmittelgewicht. Und sein dritter Bruder Johannes, der noch in Kitzingen aktiv ist. Er hat es heute hier in der Hand, mit 24 Jahren seinen ersten Titel zu holen. Darf jetzt nicht zu lange warten. Wenn Sie mal in der Langdistanz stehen, dann muss dann auf die Hand kommen. Da darf man nicht zögern. Sanavia versucht, ihn zu locken. Aber Sanavia muss man erstmal treffen. Er sagt selbst über sich, ich bin so schnell, ich kann ihn gar nicht richtig erwischen. Wieder sehr klein, Sanavia. Mein lieber Mann, das ist sehr gefährlich, was die beiden da machen. Schlagabtausch und ein Cut am linken Auge, an der linken Augenbraue bei Murat. Erleben wir das gleiche wie im Kampf Castillejo gegen Silvester. Müssen wir uns in der Pause noch mal anschauen. Sieht auf den ersten Blick nicht ganz so tief aus. Den ganzen Körper in die Schläge rein, versucht Sanavia zu stoppen, versucht ihn bei diesem Vormarsch aufzuhalten. Malcolm Garrett, der Cutman, hat jetzt die wichtigste Arbeit zu tun.
wie viel führt. Und wir schauen hinein in die Szene. Ja, Sanavia mit dem Kopf vom Seil. Und Murat geht ihm ein bisschen entgegen. Lass die Hände stehen, merkst nicht, da kommt was rüber. Du musst die Deckung besser organisieren. Da ist es passiert. Mein Junge. Der Ball, ja? Accident. Ja, okay, okay. Okay. Komm her, Mundschutz. Ringfrei, Runde 7. Komm her, lass mal zumachen. Du machst zu, mach was rauf, dicker rauf hier. Noch dicker rauf. Kopfstoß war nicht absichtlich, sagt der Ringrichter, die korrekte Einschätzung. Und Uli Wegner meint, ist nicht so schlimm. Das haben wir im Griff. Runde 7, die sechste vielleicht mit leichten Vorteilen für Sanavia, der insgesamt auch noch vorn liegt. Natürlich einige sehr enge Runden dabei. Sehr schöne rechte Hand von Murat. Da ist Sanavia voll reingelaufen. Und genau solche Aktionen braucht Murat, um die Runden zu gewinnen. Sanavia macht das, was er immer tut. Er greift an. Auch der Kopf wieder ein bisschen tief. Schön die kurze Rechte von Murat. Schlägt jetzt mehr als der Titelverteidiger. Und das muss er auch. Er muss jetzt Runden gewinnen. Er muss den Kampf jetzt an sich reißen. Hat sich das Tape ein bisschen gelöst am Boxhandschuh. Aber kann weitergehen. Noch 30 Sekunden. Ganz wichtige Phase in dieser Runde. Murat versucht wieder gegenzuhalten. Das ist ein Kampf Mann gegen Mann und die Runde würde ich bei Karo Murat sehen. Soll ich euch mal zeigen, was meine Tochter geschrieben hat? Da legt euch die Ohren. Jetzt darfst du zeigen. Erste Klasse. Die ersten Glückwünsche von der kleinen Tochter für Sebastian Silvester, der in der Kabine weiter feiert, während die beiden hier noch kämpfen um den Titel im Supermittelgewicht. Du musst immer rangehen. Du hast den Schlag da gekriegt, ja, aber du musst nicht so die Erfahrung. Das heißt, wenn du ihn da getroffen hast auf der linken Seite, du musst so reagieren. Du musst nicht einfach immer vor ihm stehen bleiben. Du musst dann wieder zurückziehen und deine Schläge platzieren und dann abschließen mit dem rechten Haken. Schließ mit dem rechten Haken ab. Auch Christian Sanavia hat eine kleine Tochter, 3 Jahre alt. Und zurzeit ist seine Frau wieder
schwanger. Und beim letzten Mal, als sie in guter Hoffnung war, da schlug er Markus Beyer, gewann die Weltmeisterschaft. Und jetzt ist er der Meinung, das ist ein gutes Omen. Jetzt muss ich wieder gewinnen. Im Moment hat er es noch in der Hand, seinen Titel zu verteidigen. Zum zweiten Mal nach dem ersten Sieg über Danilo Häusler. Ein Unentschieden war es, aber er konnte den Titel verteidigen, muss man korrekt sagen. Murat jetzt die Stierqualitäten. Tempo nach wie vor sehr hoch. Und beide legen enorm viel Kraft in diese Schläge. Da wird nicht fintiert. Deckung steht gut bei Murat. Kat hat sich wieder ein bisschen geöffnet, aber sollte ihn nicht zu sehr behindern. Fast unaufhörlich kommen die Anweisungen von Uli Wegner aus der Ecke. Er spürt, dass sein Schützling jetzt beißen muss, dass er kämpfen muss. Die Kräfte lassen nach, aber er muss jetzt dagegenhalten. Das ist eine ganz wichtige Phase in diesem Kampf. Wieder ein bisschen tief und auch ein bisschen gedrückt. Aber ansonsten bislang ja ein wirklich fairer Kampf. Obwohl er in der Halbdistanz geführt wird. Schöner Seit, schöner Kopfhaken von Karo Murat. Aber auch gute Linke von Zanavia. Die beiden schenken sich nichts. Ganz schwer zu werten. Und natürlich Aufregung bei Alexander Frenkel, der am 17. Mai boxen wird, der Cruisergewichtler, der mit Karo Murat befreundet ist. Beide haben bis vor kurzem sogar in einer gemeinsamen WG gewohnt. Und wie hast du das eben gesehen? Du schaffst das. Karo, die nächste Runde nicht abgeben. Komm, ja. Komm, Karo. Mach. Komm, Karo. Schöner, hast du gesehen? Du musst raussehen, aber die Hände oben lassen. Hier, schön oben lassen, hast du verstanden? Leider sucht das Spiel recht her. Karo, komm. Karo, den wollen wir. Wir wollen den Titel haben. Wir wollen den Titel haben. Der Sauron guckt ja zu, der will das Haus doch vor uns, Junge. Hast du gehört? Come on, second, clear away. Und Klug boxt immer wieder raus. Uli Wegner versucht, seinen Schützling zu motivieren. Das wären noch harte vier Runden für Karo Murat. Der Kampf ausgeglichen. Keiner der beiden mit entscheidenden Vorteilen bislang in diesem Gefecht. Die Frage ist, ob Zanavia jetzt seine Erfahrung, seine Routine ausspielen kann. Auch gute Aktion von beiden. Auch die rechte von Murat wieder drin. Und die Sache mit dem Kopf wieder. Murat hat vor diesem Kampf sehr viel Selbstvertrauen ausgestrahlt. War sich sicher, in den Schlussrunden mehr Kraft zu haben. Hat sich einige Kämpfe von Zanavia angeschaut und glaubte da ein
Nachlassen der Kräfte zu erkennen in der Schlussphase. Aber auch für ihn war das ein extrem intensiver Kampf. Zu Boden und wird angezählt, weil er unten war. Das ist klare Regel. Wenn ein Boxer den Boden berührt, wenn er unten ist, dann muss gezählt werden. Es sei denn, er ist ausgerutscht. Aber das war hier schwer zu sagen. Sanavia versucht sofort zu antworten. Gute Rechts-Links-Kombination treibt jetzt Murat vor sich hier an die Seile. Und da sieht man auch Murat, der ist auch mit den Kräften am Ende. Der hat nicht mehr viel zuzusetzen, aber beide haben zumindest noch Kraft für ein Lächeln. Treffer für Sanavia und dann die Rechte zum Körper. Tja, und da geht er kurz runter. Und das der Bruder Koko Murat, der heute seinen Kampf gewinnen konnte und jetzt natürlich mitleidet. Und den Gegenangriff machen. Du musst jetzt aber ein bisschen Moral zeigen, ja? Aber komm, Caro, du schaffst das. Komm, Karl, dafür hast du hart trainiert. Komm mal, Junge. Komm. Du siehst, dass er unkontrolliert ist, wer ihm hinterhergegangen ist. Siehst du das? Musst du schneller weg und den Gegenangriff machen. Und den Gegenangriff machen. Komm, Karo. Komm. Drei spannende Runden noch für Caro Murat, für Trainer Uli Wegner und für seinen Promoter, für Wilfried Sauerland, der den Kampf heute live in Kapstadt sieht. Diesmal nicht mit am Ring, sondern in der Ferne, aber sieht den Kampf auch live. Und er wird wissen, dass hier noch nichts entschieden ist, dass Caro Murat eine starke Schlussoffensive braucht, um sich hier den Gürtel von Sanavia zu holen. Der wird ihn nicht freiwillig hergeben. Der kämpft bis zum Schluss. Und er hat noch Kraft in den Fäusten. Starke Szenen jetzt für Sanavia. Neunte Runde war natürlich bei Murat. Dank des Niederschlags. Sanavia braucht diese zehnte Runde unbedingt. Murat hat sich zuletzt in Binz auf Rügen vorbereitet mit Arthur Abraham und mit dem Ex-Champion, mit Sven Ottke, hat viel mit ihm trainiert, sich viel von ihm abgeschaut. Er wird sicherlich die Daumen drücken für die letzten Minuten in diesem Kampf. Natürlich immer weniger klare Aktionen. Ja, das war jetzt umgestoßen. Geriet Sanavia in Rücklage. Da wird natürlich dann nicht gezählt. Noch 60 Sekunden in Runde 10. Murat versucht zu drücken.
Jetzt mehr Aktion von ihm zum Ende der 10. Runde. Das ist wichtig. Der letzte Eindruck oft entscheidend für die Punktrichter. Und Uli Wegner, Sie sehen es unten in der Ecke, der treibt ihn weiter nach vorn. Gute Aktion Sanavia, Murat ein bisschen desorientiert. Und Wegner sagt, Murat soll schlagen und er tut es. Unglaubliche Kraftanstrengung und die Frage an Henry Maske. Wer von den beiden hat am Ende mehr zuzusetzen? Was glauben Sie? Ja, die letzten Szenen sprechen für Sanavia. Der hat jetzt ein paar schöne Hände reingebracht, meidet sofort wieder und kommt wieder aus der Gefahrenzone und bringt wieder eine klare Hand. Beide sind jetzt auch schon relativ offen. Der Kampf hat natürlich eine Menge Kraft gekostet, man spürt es. Und ich glaube auch zu spüren, dass Murat hier diese Phasen der Kämpfe, diese Distanzen eigentlich noch nicht wirklich gegangen ist. Vor allem nicht gegen so einen starken und schweren Mann. Und jetzt muss man sehen, wie kann der Trainer ihn noch für die letzten beiden Runden motivieren. Denn wer jetzt agiert, wer jetzt aktionsstark ist, trifft auch. Rückfall zur Elfte. Immer noch mal. Ja. Bin ich gespannt. Nach unserer Statistik mehr Schläge von Murat und auch etwas mehr Treffer. Aber das sagt noch nicht alles aus über die Wertung des Kampfes. Henry Maske hat mehr Aktivität gefordert. Und Uli Wegner hat das in der Pause nicht anders gesehen. Aber hat er es noch drin? Sehr schöne Links-Rechts-Kombination von Murat. Die letzten beiden Runden werden die Entscheidung bringen in diesem Kampf. Sanavia drängt weiter unnatürlich nach vorn. Kaum noch klare Aktionen in diesem Kampf geben. Die größere Aktivität entscheidet jetzt. Die Punktrichter müssen sehen, wer bestimmt den Kampf. Und in Runde 11 für mich bislang Vorteile bei Murat. Vom Mann aus Kitzingen, der jetzt in Berlin lebt. Offener Schlagabtausch zum Ende von Runde 11. Sanavia läuft unaufhörlich nach vorn, aber er schlägt zu wenig, er vergisst zu schlagen. Ist wahrscheinlich doch völlig ausgepowert. Und diese Runde müsste bei Murat sein.
Los. Wasser auf den Kopf, Wasser auf den Kopf. Ich möchte Wasser bekommen. Los, das ist jetzt die letzte Runde. Da fehlt jetzt nicht mehr viel. Ja, du hast nichts zu verlieren. Geh ran. Setz deine Schläge. Noch eine Runde. Caro, aber jetzt musst du bei uns bezeichnen, Murat. Aber überleg, Boxen, trotzdem die Hände oben lassen. Und auch zur Linie gehen, hast du gehört? Jetzt entscheidet sich alles. Die letzte Runde wird es die entscheidende in diesem Kampf. Zuvor eine Umarmung, auch das sieht man nicht alle Tage. Beide Boxer respektieren sich. Sanavia hatte darauf gesetzt, dass die Erfahrung sein entscheidender Vorteil ist. Aber nach Punkten könnte Murat leicht vorn liegen. Sanavia braucht eine ganz starke Schlussrunde, aber ihm würde ein Unentschieden reichen. Murat muss den Kampf gewinnen, um den Gürtel zu erobern. Das Duell vorher im Mittelgewicht zwischen Silvester und Castillejo. Das hier ein Fight in der Halbdistanz. Kaum Wirkungshände, aber dafür unglaublich viele Schläge. Murat schaut in die Ecke zu Uli Wegner. Sekunde noch im Kampf um die Europameisterschaft im Supermittelgewicht. Was können die beiden jetzt noch rausholen? Verbissen die Aktion von Murat. Man sieht es ihm im Gesicht an. Der will diese Chance um jeden Preis nutzen. Der will hier mit dem Gürtel heute nach Hause gehen. Noch 30 Sekunden. Schafft es der Routinier, der 33-Jährige, den Gürtel noch einmal zu verteidigen? Oder gewinnt ihn der junge Heißsporn, der 24-Jährige Caro Murat? Oh, das ist natürlich wirklich überraschend. Wenige Sekunden vor dem Ende gibt David Paris noch einen Punktabzug wegen des Runterdrückens. Das kann ich nicht verstehen. Das ist nicht der Zeitpunkt. Ein so fairer Kampf bislang. Schade, dass der Referee hier kurz vor Ende noch diesen Punktabzug ausgesprochen hat. Das war völlig unnötig. Große Schlussoffensive von beiden. Und jetzt muss man abwarten, für wen es gereicht hat. Es wird auf jeden Fall ein ganz knappes Urteil. Uli Wegner schimpft, ist sauer wegen des Punktabzugs. Aber das lässt sich jetzt nichts mehr ändern. Die Entscheidung ist gefallen. Und es war die Entscheidung von Dave Paris. Zuversicht in der Ecke bei Christian Sanavia. Mit Gino Freo und Leonardo Bisso. Und er muss jetzt warten.
Und wir schauen uns die Szene nochmal an aus dieser Schlussrunde. Uppercut. Kopf war tief, er drückt ihn natürlich runter, aber das ist keine grobe Unsportlichkeit. Und kurz vor Ende des Kampfes einen Punkt abzuziehen, das ist eher unüblich. Das hätte er dann schon etwas eher tun müssen. Er mahnt Sanavia, weil der Kopf zu tief war, und dann der Punktabzug für Karo Murat. Tja, jetzt auch der Bruder Coco im Ring. Und natürlich sind alle gespannt auf das Urteil. Schöne Grüße an Sauerland nach Südafrika. Ja, und er grüßt seinen Promoter Wilfried Sauerland in Südafrika. Der Sohn Kalle ist mit dem Ring. Hagen Döring, der sportliche Leiter. Die Anspannung ist zu sehen in den Gesichtern. Unten wird heftig gerechnet bei der Delegierten Mariana Borisova aus Bulgarien. Ich habe ihn gesehen, sagen Sie. Ist schon ein toller Junge. Da will man mehr. Da mehr will. Aber ist schon gut. Das ist schon dieser Junge. Und auch Christian Sanavia ist sich nicht sicher. Da haben wir die Delegierte im Bild aus Bulgarien, die jetzt nochmal nachgerechnet hat. Der Gürtel wird hochgereicht, aber wer darf ihn sich umbinden? Das ist die spannende Frage. Angespannte Gesichter. Und ich schaue nochmal in den Ring. Sind wir bereit für das Urteil? Ringsprecher Roman Roll hat die Zettel in der Hand und wir wissen gleich, wer der Champion ist. Meine Damen und Herren, hier ist das Urteil der Bundrichter. Erki Meronen aus Helsinki, Finnland, wertet den Kampf 115 zu 112. Philipp Verbeke aus Belgien wertet den Kampf 114 zu 113. Und Jean-Louis Leglanc aus Paris, Frankreich wertet den Kampf 116 zu 111. Alle drei einstimmig für den Sieger, für den Europameister, für den neuen Europameister, für den Mann aus Kitzingen in Deutschland, Karo Murat. Am Ende doch noch ein einstimmiges Urteil. Das 116-111 von Herrn Leglanc ist mir ein bisschen zu hoch. Ein, zwei Runden für Murat, das halte ich für angemessen. Aber es war ein sehr, sehr enger Kampf und auch für die Punktrichter sehr schwer zu werten. Und er hat es tatsächlich geschafft, sich den Gürtel von Sanavia zu erobern. Und der erträgt das Urteil mit Fassung. Hat sich auch gespürt, dass dieser junge Mann gerade im zweiten Teil des Kampfes doch mehr Schläge drin hatte. Und Uli Wegner kann sich freuen, er hat einen neuen Champion. Karo Murat, Europameister im Supermittelgewicht. Und hier das faire Shakehands. Beide ja bei Sauerland Event unter Vertrag. Aber beide haben sich hier heute Abend wirklich nichts geschenkt. Und hier das Interview mit dem neuen Europameister. Karo Murat, 24 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch zum ersten großen Titel zur Europameisterschaft. Es war ein ganz knappes Urteil. Fühlten Sie sich am Ende als Sieger? Erstmal will ich meinem Publikum danken, die alle hier sind, mich unterstützt haben. Danke euch alle. Ja, also das war schon ein hartes Ding. Wie gesagt, das war für mich ein klarer Sieg. Ich habe von Anfang an mit Jab, wie mein Trainer gesagt hat, geschlagen und auch
Also mit dem Runden habe ich immer dann weiter nachgesetzt und das war ein klarer Sieg für mich. Wie schwer war es gegen diese Dampfwalze aus Italien, der immer wieder angegriffen hat? Ja, also hat man gesehen, dass er also sehr große Erfahrung hat. Das hat man gesehen, ich habe geschlagen, er hat meine Hände, Schläge geblockt. Das habe ich schon in der ersten Runde schon gemerkt. Aber das war mir eigentlich egal. Ich habe meine Schläge durchgesetzt und kam auch am Ziel. Glückwunsch zur Europameisterschaft. Danke, Caro Murat. Christian, die Erfahrung gegen die Jugend. Hat heute die Jugend gewonnen? Naja, ist so. Du hast den Titel für... Wie groß ist deine Enttäuschung? Naja, ich bin schlecht gestartet und bin auch schlecht geändert. Er ist sehr, auch wenn er wenig Erfahrung hat, ist er wenig erfahren. Aber ich habe es halt nicht geschafft, dann wirklich letztlich durchzukommen. Aber ich möchte auch die Retourchance nochmal erhalten und die muss ich bekommen. Wir werden versuchen, das dann nächstes Mal etwas anders zu machen, mit anderen Karten zu spielen. Aber man kann auch mal verlieren im Leben, nicht wahr? Danke. Also Henry, jetzt müssen wir das auch noch analysieren. Natürlich hatten die beiden jetzt das Problem, dass sie nach wirklich einem großen Kampf heute Abend in den Ring gestiegen sind. Und da wird natürlich zwangsläufig verglichen, aber zum Zungenschnalzen war es nicht. Ne? War es nicht. Ich habe mich auch bewusst gegen irgendwelche Szenen aus diesem Kampf heraus entschieden, weil ich glaube, es gab keinen Höhepunkt, sondern es lief durch. Murat wurde angegriffen, hat Aktionen gebracht in der Halbdistanz und das gleiche seinen Gegner. Entscheidend war sicherlich nicht, dass zum einen hier ein Fehlanzählen war, dafür gab es einen Punktabzug, und entscheidend war sicherlich auch nicht am Ende des Kampfes, wo kurzfristig jetzt noch der Murat noch eine Verwarnung erhielt, ebenfalls einen Punktabzug, das glich sich dann irgendwo wieder aus, sondern dieser gesamte Kampfverlauf, und da war wahrscheinlich das Quäntchen des Vorteils. Murat machte unterm Strich noch einen etwas frischeren Eindruck und das war wahrscheinlich auch der Aufhänger für den Kampfrichter oder für die Punktrichter dann zu entscheiden, dass Murat hier den Vorteil für sich hat. Noch eine kurze Einschätzung, das war ja mal so quasi die deutsche Gewichtsklasse mit Markus Beyer als Weltmeister bei der WBC und IBF. Bei Sven Ottke hat Caro Murat schon die Klasse, oder wie viel muss er noch tun, um sie zu kriegen? Gut, diese 24 Jahre... ist zum einen ja doch schon ein gewisses Alter, wenn man andere vergleicht. Ich meine, die haben wahrscheinlich dann mit 10 angefangen zu boxen, dann ist es etwas anderes. Murat ist sicherlich auch wesentlich später gestartet, deswegen ist er mit 24 wahrscheinlich noch bei weitem nicht so weit und braucht noch Zeit. Dieser Kampf heute hat ihm wahrscheinlich viel gegeben, wenn er den auswertet, da bin ich davon überzeugt, kann er sich entwickeln, aber da muss noch einiges draufgepackt werden. Mein lieber Henry, herzlichen Dank. Die Nacht ist spät geworden. Wir sehen uns wieder, wie natürlich alle Zuschauer auch hoffentlich, am 17. Mai beim nächsten Box im Ersten. Bis dahin danke. Und für Sie, liebe Zuschauer, haben wir unseren gewohnten Service noch vorbereitet. Natürlich ist an diesem Abend hier noch mehr geboxt worden. Und Jörg Hellwig hat das im Telegram-Stil zusammengefasst. Comeback für Marco Huck mit seinem neuen Trainer Manfred Wolke. Von seinem alten Uli Wegner hatte sich der Cruisergewicht